ich möchte gerne, dass man das, wie man es auch üblicherweise mit allem anderen umgeht, dass die Leute auch wissen, womit sie umgehen und nicht einfach irgendwo dran gehen, was sie nicht kennen. Oh, das sieht irgendwie komisch aus, kann ich aber trotzdem, ich bastel mir was, das hasse ich wie die Pest. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass man auch Ansprechpartner findet, die helfen können. Für mich wäre es halt wichtig, dass das Netz draußen im ambulanten Bereich, weil ich halt auch im ambulanten Bereich mit SAPV tätig bin, dass die Leute draußen auch geschult werden und dass die Pflegedienste auch mehr übergreifend Zugriff auf Menschen haben, die ihnen zeigen, wie es geht. Weil wir haben in letzter Zeit schon auch öfter Patienten gehabt, die regelmäßig zu uns kommen, aber wo die Verbandswechsel nicht so durchgeführt worden sind, wie ich es mir wünschen würde. Wo zum Beispiel der Bionektor fehlt, wo die Katheter etwas rausgerutscht ist, weil man wahrscheinlich beim Verbandswechsel irgendwo dran gezogen hat. Das würde ich, glaube ich, vermeiden wollen. Und das geht, glaube ich, nur, indem man wirklich ausgiebig schult, auch im häuslichen Bereich. Und ich finde auch, dass niedergelassene Ärzte zusätzlich auch eine Info haben sollten, wie und was das ist.